Servus Leute, der Morad ist hier wieder am Start. Wie geht's euch? Wir haben das letzte Mal hier im Sumpflager aufgehört, als wir aus dem Orkfriedhof zurückkamen und Kor Anga die erschütternde Nachricht überbracht haben, dass doch nichts im Orkfriedhof ist. Und er uns daraufhin jetzt wieder in den Sumpf schickt, um noch etwas Heilkräuter für Iberien zu besorgen, damit wir ihn vielleicht wieder zurück ins Leben holen können. Ich hoffe mal, das funktioniert das Ganze und Iberion, der Erleuchtete, kann gerettet werden. Wir müssen gucken, da müssen die Heilkräuter mit 4 orangenen Streifen finden, soweit ich mich erinnern kann. Ja, wo geht's denn in den Sumpf? Stehen sie schon alle rum. Das sollte aber echt schnell erledigt sein, wenn uns nicht ein paar Sumpfheil... Ah, geht's rüber hier. Gut über der steinerne Steg laufe und dann ist es schon Balnami. Der Sumpfguru. Nein, Baal-Netbeck, nicht Baal-Netbeck. Der Guru, der den Sumpf in eine blühende Blumenwiese verwandeln will. Bin mal gespannt, ob er das noch umsetzt. Wahrscheinlich ist der Einzige, wo wirklich Kontakt zum Schläfer hat. Und der Einzige, wo noch nicht durchdreht, irgendwie. Alle anderen sind so, ich bin dem Schläfer seine rechte Hand. Ich bring dich um, weil du so unwürdig bist. Aber warum sind wir so unwürdig? Ich meine, wir sind ja alle Leute. Komm her. Oh Gott, das ist so nervig, ey. Ey, guck dir. Oh Gott, ob das was wird. Lass mir da was treffen. Ja, das hier. Treffen halt nix. Oh Gott, das ist... Ah, nee, das macht so keinen Sinn. Wir sind ein bisschen zu low für die Sumpfheil. Vor allem, die haben so eine gute Rüstung eigentlich. Das ist echt krass. Ich würde sagen, wir gehen hier straight durch und hoffen, dass uns... Ach Gott, die nee, kommt schon. Ja, unser einziger Rückzugspunkt. Das Kollege schon... Komm, die packen wir aber. Ja, komm. Kolle, komm mit rüber. Los, festlich. Oh Gott, nervig. Ach, komm her. Oh, wir werden jetzt mit 2 schon. Das ist, glaube ich, das Falsche noch. Wir müssen tiefer in der Dschungel. In der Sumpf eindringen. Boah, geht. Wir werden hier voll bedrängt von allen. Ach nein, weg. Weg. Da hinten, da müssten wir was finden auf der Insel. Sieht gut aus. Oh, jetzt muss man ja durchfahren durch den ganzen Schlick. Ja, da sind sie. Hoffentlich bleibt jetzt weg. Komm her. Nein, da kommt. Speichern jetzt mal schnell, dass uns hier irgendwas passiert. Okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu greifen? Gar nicht, wenn er uns einmal trifft, dann können wir... Ach Gott, jetzt kommt der zweite auch noch. Ey, leck mich doch am Arsch. Alter, ey, das kann so nicht sein. Warum haben die so eine krasse Rüstung? Lass mich bloß in Ruhe, du Arsch. Jawohl. Alter, was ist denn das bitte? Kann man machen. Ah, wir holen uns erstmal. Das sind die richtigen. Oh ja, das tut auch dir gut. Und was geht sonst? Ich habe gerade noch ein bisschen Konzernrechnungslegung gelernt. Brutal interessant, sage ich. Brutal interessant. Wenn wir, wollen wir schon wieder da hochklettern, unser Geheimversteck im Sumpf. Und zwar, wenn man sich mit Organigramme von Unternehmen auseinandersetzen muss. Oh ja, das eine Unternehmen hat da 50% gekauft und das Unternehmen, wo der gekauft hat, hat da noch 10% von dem Unternehmen. Und das ist dann voll interessant.
Richtig schöne Umweltthemen. So, ich glaube, das sollte schon reichen an Heilkräutern. Dann können wir uns wieder direkt straight auf den Weg zurück machen. Und wird man angegriffen? Ne, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier zur Sicherheit nehmen wir noch ein paar mit. Und mir selber braucht ja auch noch ein paar Heilkräuter, oder? Du da, dir gut. Gute Schwab. Oder können wir gute Suppe draus kochen? Gute Heilkräutersuppe. Das wäre mal Apps für einen Lab-Charakter. Ein Heilkräuter-Suppverkäufer. Da, hier fresset mal Suppe. Ist die dickste und dünnste flüssige Suppe in. Ganze Lab, jawohl. Ach Gott, jetzt kommt wieder so eine Scheißstelle. Ah, also zum Springen hab ich es nicht geschafft. Okay. Ah, da kann ich rausspringen. Okay. Das hätte man. Suchen wir irgendwie rechts, um die Hütte rumzukommen. Ist der Typ noch da? Oder ist er schon tot? Ah, das ist abgehauen, der Arsch. Oh, da hockt er doch. Das ist er. Hätte ich eigentlich echt kontrollieren müssen, so am Anfang. Ob das Skelett da schon da war oder erst später auftaucht. Das wäre echt ein witziges Easter Egg. Wenn da jetzt bloß noch ein Skelett von dem da liegt. Ich würde es feiern. Auch wenn wir sowas bloß mit Matt auch machen könnten. Ah, sind die Sammler? Komm hier hoch. Ah, der will bloß runtersliden. Okay, das funktioniert nicht. Speichern wir mal wieder, bevor irgendwas passiert, dass wir irgendwo festhängen. Dann müssen wir den ganzen beschwerlichen Weg nochmal durch das Sumpf. Und auf die Sumpf habe ich echt keinen Bock. Später wird das viel geiler, wenn wir Magier sind. Dann können wir einfach ein paar Feuerbälle schmeißen. Und dann verbrutzle die einfach geschwind. Dann gibt's gutes Sumpfhai-Steak. Es gibt sogar, glaube ich, in Gothic 2 Sumpfhai-Steak. Oder was will das? Warte. Ne, es war schon, glaube ich, Gothic 2, wo man sich auch Sumpfeier kochen konnte. Ist eine super Sache. Nichts verkommen lassen. Templer ein bisschen beim Trainieren zugucken. Die Waffe weg! Ey, Waffe Bro, wollte doch nur mit dem ein bisschen trainieren. Ja, jetzt trainiert er weiter. Schäde zwei Hände in einer Hand schwingen, wie man es gelernt hat. Oh je. Yeah. Weißt, aber alle machen einfach so weit, als ob nichts gewesen wäre. So, ja, unser geistiger Führer ist halt irgendwie umkippt und komische Vision kriegt und unsere Gurus dreht alle durch. Aber hey, ist natürlich alles normal, gell? Also, da stand jetzt ja auch alle rum. Labret. Man muss ja halt einfach sagen, dass dass die Rüstung einfach so geil aussieht. Also, da kommt wirklich nichts ran. Nicht mal die Minecrawler-Rüstung. Irgendeine geilere Rüstung als die Templer-Rüstung. Nee. Zweite wäre dann, also ganz schwere Templer-Rüstung, dann kommt die schwere Banditen-Rüstung, wo auch sehr gut aussieht. Ja, gleich sind wir da. Nur wie? Ich weiß gar nicht, so voll normaler Alltag bei denen, halt, dass du geistige Führung willst. Also, ich weiß, etwas bei uns los, wenn der Papst auf einmal. Erzähl mir. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Echt? Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Nein. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Einfach schmieren Ei. Immer wieder dieselbe Iberion ich hör nicht mehr ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Jawohl, neues Lager! Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Hm. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Hätte ich echt gern gesehen, wie der mit seinem... Einen Moment noch. Ja?
Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Gut. Den Rest kennen wir ja schon. Da oben haben wir auch schon alles plündert. Ja. Ich da frage mich, wenn er sagt, trotz meiner Schnelle, wäre es vielleicht nicht sinnvoller gewesen, wenn wir erst in den Sumpf gegangen wären. Die Heilkräuterkolt hätte den Ei geschmiert, dann hätte er vielleicht besser überlebt, als wenn wir erst in den Orkfriedhof gegangen, da eine ganze Nacht verbringen, uns mit Gurus rumbätschet und Orks und dann erst den mit Kräuterei schmiert. So, ich würde sagen, Fortuna, gibst uns mal eine Kräuterration. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Das ist alles gerade Bach runter. Aber Hauptsache, man kann sich nur einen Arsch stecken, gell? Verschiedenes. Schwarzer Weiser. Manche lernen nicht. Hast du da die gut? Oder was anderes? Boah, wie reich wir einfach sind. Weißt du, wir sind so reich, wir können sogar einen Kochlevel leisten. Hätten wir vielleicht irgendwie noch einen grünen Novizen? Traum. Alter, okay. Mana plus 2. Kriegt man jetzt jedes Mal Mana plus 2, wenn man einen raucht? Nee. Einmalige Sache. Das passiert beim grünen Novize. 5 Erfahrungspunkte, geil. Das hat sich gelohnt. Dann haben wir das mal schön raus. Erstmal abwarten. Man ist ja schon nett aufgebaut, weißt du, wie so ein Tante-Emma-Lade, wo er da hat so: Kommt nein, bei mir gibt's Kräuter aus der Region, Kartoffeln, frisch, Zwiebel vom Biobauer von nebenan. Da ist die andere Kiste. Sehr schön. Fokus und einmal nach. Müssen wir jetzt zu Kronos. Immer noch einen Geschwindigkeitstrank? Ich glaube, einen. Ich dachte, das wäre schon lange. Sehr schön. Ja, Geschwindigkeitstrank. Einen immer noch. Mal gucken, dass wir oben jetzt die Magie umbatschen können. So, wir gehen vor zum Tempelvorplatz. Link. Ja. Bleib stande, genau, so ist recht. Und dann links, so dass wir das schwimmen müssen, weil das sonst verlieren wir nur wieder Zeit. Es gibt echt keinen schnelleren Weg von hier aus bis dahin. Was hast du gemacht? Kleinen Stegle. Ich würde ja echt mal interessieren, was so die Inspiration für das Sumpflager war, der da auf die Idee gekommen ist. Wie ist man auf eine Schläfe gekommen? Und allgemein so dieses, ich meine, diese Konzeption von dem Sumpflager finde ich ja so genial. Also, bei keinem anderen Lager ist das so geil umgesetzt wie im Sumpflager. Auch die Atmosphäre und diese, wie sagt man, es ist einfach komplett stimmig. Also alles macht irgendwie so richtig Sinn, wo da ist. So wie beim alten Lager, auch noch beim neuen Lager, das hocken halt so ein paar Banditen mit ein paar Söldner zusammen. Und so, das wirkt eher so, ja, wir haben jetzt so ein drittes Lager gebraucht, ist zwar nicht schlecht, ist gut gemacht, aber da fehlt so klar diese, warum sind die alle hier, weißt du? Und im alten Lager hast du halt, ja, die wollen ihr Erz halt, dann wollen halt viel von der Außenwelt und wollen eigentlich gar nicht raus. Und im Sumpflager hast du halt klar, es ist genau in eine Richtung ausgerichtet. Es hat genau dieses eine Ziel, den Schläfer erwecken. Es hat die Hierarchie, wir haben geistige Führer und wir haben geistige Kämpfer. Vor allem, dass sie das mit den Templern einfach umgesetzt haben. Ich meine, was gibt es für ein besseres Beispiel für geistliche Kämpfer als Templer? Ja, und das ist, und dann aber auch noch mit diesen Hütten und diesem Stegsystem, dass die halt wirklich auf 2 Ebenen gebaut haben. Verdammt gut gemacht. Verdammt gut gemacht, kann man nur sagen. Also, mich echt mal interessiert, wer die Idee da ist. Gemeinsam mit diesen ganzen Sachen, dass man hier jetzt mit zum Beispiel den Kräutern oder bei dem Kraut, wenn man das kifft, verschiedene Fähigkeiten einbaut, wo man dann plussen kann. Zum Beispiel Mana plus 2, Erfahrung, die Äpfel, dann in Gothic 2 mit den Dunkelpilzen noch, dass man sein Mana damit plussen kann. Übrigens, guter Trick. Den lernt man zwar erst, also ich habe ihn dadurch gelernt, dass ich bei Constantino, dem Alchemisten, in die Lehre gegangen bin und er halt einen bittet, die ganze Zeit Pilze für einen zu sammeln. Und man aber dann merkt, okay,
was will er denn eigentlich damit? Und aber wenn man erst die Antwort bekommt, wenn man ihm quasi schon einiges gebracht hat, so an Dunkelpilzen und Butterfleisch und sagt so, ja, damit kannst du deine magische Kraft stärken, so, oh, fuck, warum habe ich dem so viel Dunkelpilze gegeben und nicht selber gefressen? Und seitdem gehe ich zwar immer bei dem in Leere, aber bringe dem halt nie Pilze oder so, sondern fresse die halt alles, also das macht er meistens, wenn man auf Magier spielt. Und dann fresse ich die halt immer selber und so kann man halt extrem gut, also ich fange so meistens an, wenn Mana dann so plus 15 kostet. Und dann fange ich an, die ganzen Consumables zu konsumieren. Also Tränke und was gibt's noch? Und die Dunkelpilze halt. Und dadurch, und natürlich Steintafeln. Und dadurch dann das zu plussen, dass ich halt, dass mein Wert nicht unnötig steigt und dass ich quasi die guten Sachen für wenig Punkte rausgebe, sondern dass wirklich hinter jedem Punkt auch viel Erfahrung dann steckt. Und dann kann ich anfangen, meine Punkte in Zauber zu investieren. Oder halt in Kreise und in Zauber. Bei Gothic hast du, also bei Gothic 1 ist ja noch relativ entspannt. Da kriegst du die Runen einfach so, kannst du kaufen. Da musst du nicht noch Erfahrungspunkte in Zauber investieren, zum Runen herstellen. Aber bei Gothic 2 ist das dann schon kompliziert. Da musst du dich dann wirklich so auf ein bis zwei Richtungen konzentrieren. Also entweder eine Richtung voll oder so eine Richtung drei Viertel, eine Viertel oder so halb, halb. Also was ich immer empfehlen kann, ist auf jeden Fall Feuer. Weil die meisten Viecher einfach wirklich anfällig gegen Feuer sind. Gerade auch Orks, wo sowieso Hauptgegner sind. Ich weiß nicht, wie es bei Echsenmenschen aussieht, habe ich es noch nicht so ausprobiert. Aber Orks sind halt auch sehr anfällig gegen Feuer. Und dann gibt es natürlich noch Beschwörung. Also Beschwörung würde ich sowieso immer nehmen. Gerade dem Dämon beschwören ist, finde ich, einer der mächtigsten Zauber mit Feuerregen zusammen. Gerade so, sowieso der klassische Trick beim Drache. Man hat immer ein, zwei Dämon-Spruchrollen dabei. Eine reicht eigentlich schon und die hauen einfach den ganzen Drachen weg. Und du stehst halt nebendran und guckst so ein bisschen zu und schießt vielleicht nur weg mit der Armbrust rum. Aber das war's dann auch, weißt du? Sonst sind der Drachen echt extrem schwierig. Aber so ist das halt easy going. Also es ist halt nicht mal gecheatet, also es ist halt einfach ein stinknormalen Zauber benutzt. Weil man findet die halt auch ab Kapitel 3 eigentlich ganz gut. Also sowieso, wenn ihr irgendwo eine Dämonsprohle seht, kauft sie sofort. Nicht geizen, sofort kaufen, weil die kann man immer mal brauchen. Das ist wirklich extrem wichtig. Hier ist nichts mehr, ne, wir gehen einfach straight ins neue Lager. Wir könnten jetzt uns auch mal echt eine bessere Rüstung holen. Ja, bestimmt sowieso eine bessere Rüstung. Wobei, ich glaube, wir könnten jetzt auch Wassermagier werden, weil wir jetzt kommen wir ja hoch. Jetzt kommen wir hoch zu dem Magier, ja. Jetzt lässt uns Kronos bestimmt passieren. Ja. So, wo ich auch angefangen habe mit Goff, das hat ewig gedauert, bis ich mal das neue Lager gefunden habe. Ich habe ja wirklich so den Entdeckerdrang. Und das Sumpflager hat man ja recht schnell gefunden. Aber ich habe zum Beispiel damals halt auch nicht gewusst, dass man Mordrak anreden kann und der dann ins neue Lager bringt. Ich habe aber immer gewusst, es gibt halt drei Lager. Das weiß man ja von Anfang an durch Diego. Und irgendwann bin ich halt so, okay, wo könnte das sein? Und bin halt einfach so losgezogen. Und man hat das halt irgendwann hier in der Nische gefunden. Halt irgendwann. Komisch, ich sag da und halt irgendwann. Boah, echt nervig. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das halt hier dann in der Nische gefunden. Habe mir echt erst gedacht, hey, was sind das für komische? Und weil es halt einfach so klein aussah irgendwie. Okay, gone. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Danke. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Geil. Wo finde ich den Hüter? Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bessere Ringe für uns hat. Bis später. Bis später. Wir könnten uns mal eine vernünftige Halskette kaufen. Wo uns auch noch ein Bang nach oben bringt. So von der Werte her. Gerade wenn's. Sowieso müssen wir eigentlich jetzt auf Mana gehen von den Ringen und Amuletten her. Dass wir ordentlich was weghauen können. Ach, die sollten uns jetzt eigentlich schon aufnehmen. Warum echt nicht? Warum sollten wir uns jetzt nicht als Magier aufnehmen? Wir haben als Söldner gedient.
Wir sind schon eine Weile dabei. Wenn wir jetzt ganz lieb Fragen nehmen, sind es doch bestimmt auf. Vor allem, weil jetzt kommen wir, können wir auch endlich mit denen reden. Dann nehmen wir oben erstmal gleich ein paar Magier umklatsche und versuche unser paar Tränke zum Snacken. So, da läuft. Ich glaube, die Magierrüstung ist sogar besser als die seltener Rüstung. Soweit ich weiß. Obwohl, gute Knüppel, wo man Hallo. Kauft. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Bitte, please. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühe. Jawohl, doppelt abkassiert. Korkalom hat die Bruderschaft verlassen. Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Jetzt schon fanatische er will unbedingt Templer. Den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Kalle, hör mir zu! Hör mir doch zu, du Hallo! Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Danke. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zu passieren. Klar. Die Parole lautet Tetriandoch. Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Kann ich da mal vor... Hallo? Ich bete. Welche magische Kraft. Gucken wir uns an. Kann ich da mal vorbei? Ja, Kalli, lass dich doch. Gibt's auch eine witzige Anspielung Risen 3 zu Tetrian doch. Nee, was wissen? Ich glaube, war Risen 2. Man muss quasi Stahlbart Schatz suchen. Und der ist hinter so einer Stahltür. Und dann muss man so eine Parole sagen. Und eine der Auswahlmöglichkeiten ist Tetrian doch. Das ist eine echt gute Anspielung. Oric. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Jetzt kann ich zwei Händler lernen auch. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Ach, halt's Maul. Da. Könnten natürlich eine Schwere kaufen einfach. Immensgeld, gell? Bitch, please. Fick dich. Nee, egal. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir Wassermagier werden können. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ohne Parole passieren! Tetrian doch! War immer die mittlere. Die Parole lautet Tetrian doch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Kannst passieren. Jawohl. Zünd die selber an. Super Sach. Schick, schick. Sei gegrüßt. Servus. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Ich mag den niemand. Nein. Aber ist auch verständlich. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesen Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Wir haben den eigentlich ziemlich gefickt. Korkalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. So sieht's Wenn aus. Jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. So.
Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Jetzt spoilerst du mich schon. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. So sieht's aus. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Ist ja nichts Neues. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt. Aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Boah, kann ich jetzt endlich Magier werden? Mögest du in einem Stück zurückkehren. Danke, danke. Sei gegrüßt. Nee. Kein Magier. Mögest du in ein. Danke, danke. Pff, wann können wir denn endlich Magier werden, ey? Ich habe auch schon. Wahrscheinlich dann doch erst mal alles abgegeben haben. Wer bist du? Ich bin Nefarius. Magier vom Kreis des Wassers. Haben wir uns gleich noch eine fette Rüstung. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbringen. Großes vollbringen. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, sehr gut. Alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Ach du Arsch. Bin ich... Ich sehe alles... Boah, du blöder Arsch. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große, runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Das war doch klar, dass es Ärger gibt. Kann ich Saturas vielleicht jetzt nochmal zum Magier öffnen? Das ist echt nervig. Müssen wir noch weiter Punkte sparen. Sei gegrüßt. Ach, wir müssen erst wirklich alle 4 Fokus noch sammeln. Geil, holen wir uns auf jeden Fall die schwere Söldnerrüstung. Damit wir gut ausgestattet sind. Solange. Lass uns erstmal von Riordian schön die Tränke geben. Komm her. Aber dann hau ich dich weg. Sei gegrüßt. Ja, servus. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier. Nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Danke, danke. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist.
Du willst bestimmt einen Trank. Ja, gut, also es kann schon sein. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wenn du meinst. Ja, das ist aber ganz clever und hauen den einfach weg. Jetzt liegt nicht so beschissen wie ein Sack Wasser. Hier Flasch was. Braucht der ganze Zeug. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt noch schnell die Truhe aufmachen. Das wirst du noch bereuen. Sei gegrüßt. Vergessen wir unsere Meinungsverschiedenheit. Finde ich auch. Hat er jetzt noch was? Zeig mir. Jetzt hat er nichts mehr zum Anbieten. Ich könnte Kronos auch noch umklatschen. Nefarius habe ich. Mit dem habe ich schon geredet. Ja, dann holen wir uns mal geschwind die Rüstung. Dann schätzen wir noch kurz mit Mordrak und dann würde ich sagen, haben wir die halbe Stunde schon wieder voll. Und dann belästige ich euch auch nicht weiter hier. Ja, ja. Hallo. Hallo, servus. Zeig mir doch mal, was du für Rüstung hast. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind ja, sie ja, nicht ich ganz kapiert, billig. Dass sie nicht billig sind. Aber ihr habt das Geld. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener was? Geworden bist. Ich bin nicht so weit. Da gib mir wenigstens die mittlere Rüstung. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Hat er auf einmal diese die Stimmung Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Genau, so sieht's aus. Und ich hoffe, dass die jetzt auch nicht mehr so beschissen aussieht. So. Aha. Söldnerrüstung. Jawohl. Das taugt auf jeden Fall schon mehr. Nee, Kapitel 4 ist gesagt, also jetzt fällt es mir gerade. Ich habe gerade schon gedacht, eigentlich, ob jetzt Kapitel 4 anfängt mit der Suche. Aber der Kapitel 3 ist ja noch mit der Suche. Und Kapitel 4 wäre dann Xardas. Und Kapitel 5 dann der erste Teil im Ork-Tempel. So, mal gucken, ob Mordrak das interessiert, was wir zu berichten haben. Und dann der muss so schnell einen Reisschnaps Neipfeife. Das mal eine gute Reise hin. Und dann geht's los. Dann geht's los auf die Suche, sage ich euch. Sowieso gleich hier rechts hoch eigentlich. Ja, doch, macht Sinn. Und dann Stonehenge oben plündern. Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Was ist denn das für ein Depp? War doch klar. Verlass. Erstmal abwarten. Ja. Wegen der Sektensache. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Haben wir schon gemacht. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn dich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Wow, sonst interessiert dich nicht mehr, oder? Zeig mal was. Hast. Zeig mir deine Ware. Hast du Geld? Such dir was aus. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist es. Naja. Essenz der. Ich könnte mal ins neue Lager noch gehen. Und mal Fisk sein Zeug plündern, weil der hat echt noch ein paar gute Tränke am Start. Sowieso, ich möchte eigentlich wirklich gern mir das Schwert noch holen. Das wirklich gut ist. Gerade Rabenrecht. Vielleicht mal gucken, was der Typ will. Komm, wir reden noch mit dem, weil wir haben den ja echt verarscht. Wahrscheinlich hast du recht. Erstmal abwarten. Ich könnte ihm 200 Erz geben. Hier sind 22. Ich habe das gerade verkauft. Naja, Erfahrungspunkte. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. Was für ein Trottel. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte danke, zu machen. Danke, danke. Zeig mir, was du hast. Hier.
Gucken, kann ich jetzt einfach umklatschen und mir die zwei Erz wiederholen? Ganz ordentlich. Der hat gesessen. So kurz. Jawohl. So macht man das. So macht man Geschäfte im neuen Lager. Also Leute, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir doch ein Like. Wenn sie euch nicht gefallen, dann gebt mir doppelt so viele Likes. Kommentiert gerne mal, wie ihr euch den weiteren Verlauf in meine Videos vorstellt. Oder ob ihr Anreize habt, wie wir vielleicht noch spielen sollten. Ob mir jemand anders noch umklatschen sollten, je nachdem, wie ihr Bock habt. Und natürlich abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen und hilft natürlich auch, meinen Content zu fördern und natürlich neue Ideen umzusetzen. Wenn ihr natürlich noch sehen wollt, wie ich mich mit Baal Isidro wieder versöhne, dann unterstützt mich doch auf Patreon. Und bis dahin, macht's gut, euer Morad.